Danke, Rumpel, war super. Ey, das war der erotischste Manstrip, den ich jemals gesehen habe. Alter Schwede, der hat auch einfach Bauchmuskeln wie ein griechischer Gott, der in 10 Weinamphoren rumvegetieren ist. Übrigens, wie die Leute mich fragen, warum wir uns immer so gegenseitig ärgern. Wir haben uns alle gern. Wir machen alle nur Spaß. Wir haben uns einfach gegenseitig gern. Ja, er guckt jetzt wieder so empört. Ja. Nee, ich gucke normal. Das ist mein normaler Gesichtsausdruck. Ja, wir haben uns nicht fassen, dass ich sage, wir haben den Rumpel. Wir haben uns alle, wir haben uns für alle furchtbar gern. Also wir sind alle beste Freunde. Das ist eine Hassliebe, wie man so schön sagt. Es ist eine Last. So, wir sind jetzt übrigens schon mal nebenbei im Landwirtschaftssimulator eingeloggt. Wir haben die Werbepause genutzt und sind einfach schon mal eingeloggt heimlich. Ja, ich muss mich aber noch einloggen. Warte. Ja. Ich bewundere so lange noch die wunderschöne Grafik hier. Pittoreskes Dörfchen. Ich muss sagen, ich finde die Grafik vom Landwirtschaftssimulator gar nicht mal so schlecht. Das Beste ist immer noch die Sprunganimation. Ich habe noch nie so eine realistisch gefühlte Sprunganimation erlebt. So, natürlich ist Ziel dieser ganzen Nummer heute nicht irgendwie ein tolles Feld zu harvesten, sondern einfach ein bisschen Mist zu machen. Wir haben einen eigenen Server mit Admin-Tools. Wir können uns also alle möglichen Trecker holen und was weiß ich was und dann ein bisschen Rennen fahren, ein bisschen Karambolagen machen und all solche Nummern. Ja, und ihr seid herzlich eingeladen mitzumachen. Diejenigen, die das Spiel haben, die müssen einfach den Multiplayer-Patch installiert haben, hatte ich ja zu Beginn der Sendung auch angekündigt. Und ihr loggt euch einfach ein auf dem Server in Deutschland und der heißt APT Live Server. So, also ganz, ganz atemberaubend. Kann ja kaum einer sich vorstellen. Braute APT Live Server. Wollt ihr das so ankündigen? Sonst hätte ich das jetzt über unser Tool gemacht, aber wir können das natürlich auch einfach so machen. Ich würde sagen, lieber übers Tool, weil ganz ehrlich, auch das Passwort übers Tool, weil sonst, glaube ich, ist der Server gleich down. Ja, würde ich auch jetzt denken. Achso, wollt ihr es über APT Live nehmen? Ich bin mir nicht so ganz sicher, wie viel in unserer Community Landwirtschaftssimulator gespielt wird. Nein, das können wir öffentlich machen, glaube ich. Alle haben den Landwirtschaftssimulator. So, wir haben den Landwirtschaftssimulator echt nicht und ich glaube auch ganz ehrlich. Dann einfach, wer zuerst da ist, mal genau, zuerst. Genau, finde ich einfach easy. Müssen wir jetzt nicht nur extra registrieren, können wir direkt loslegen mit lustigen. Na gut, ihr seid ja mutig. So, also, ihr geht auf den Server, ihr geht auf Deutschland, ihr klickt die Multiplayer-Patch, müsst ihr natürlich vorher runterladen. Wenn es nicht klappt, dann ist Sarazar schuld. Genau, dann geht ihr auf, übernehme ich die Verantwortung. Dann geht ihr auf Deutschland und dann geht ihr auf Raute APT Server. Also ihr gebt einfach in der Suche Raute APT ein. Da müsstet ihr den Server direkt finden. Da klickt ihr dann drauf und das Passwort ist, kannst du es vielleicht kurz einblenden, Rumpel? Den Server und das Passwort, vielleicht kannst du es so ein bisschen modifizieren gerade. Ja, Moment. Ich sag's auch gerade nochmal, Trecker fahren. Allerdings zusammen als Wort mit T groß, das F groß und Trecker mit Doppel-K. Trecker fahren ist das Passwort für den Server Raute APT Live. Genau, das ist der Server, wo ihr mit uns Multiplayer Landwirtschaftssimulator zocken könnt. Oder? Willst du dem noch irgendwas hinzufügen, Mann? Nö, es war wunderschön. Das war die beste Erklärung, die ich jemals gehört habe. Ich stehe dir gerade gegenüber in Game bereits. Hi, genau. Hallo. Wir fangen dann und schon vergiss mal an. Nicht, vergiss nicht, vorher dich noch als Admin einzuloggen. Ach, muss ich mich vorher als Admin einloggen? Okay, ja. Dann gebe ich mal ganz kurz heimlich mein Admin-Passwort an. Warte, das hatte ich. Ah ja, genau. Genau. Huch, synchronisiere Daten mit anderen Spielern. Oh. Der Tobi, Sergeant Royal, Spickberry ist da, Cyberfreak. Und ich fürchte, es war eventuell. Ich bin gespannt, ob der Server dem standhält. Ich bin wirklich gespannt, ob das eine gute Idee war. Also ich glaube schon. Wenn nicht, dann dürfen wir den Sarazar öffentlich auspeitschen. Das hat er ja vor der Sendung bereits gesagt, hat er schon angekündigt. Dann gibt es mit der Route auf nackten Arsch. Jeder kann kommen, jeder, wer will, darf einmal kurz zulangen. So. Jetzt kommen ganz viele Spieler rein. Das müssen wir natürlich erstmal warten, bis der Server voll ist. Wie doof ist das, dass dauernd synchronisiert wird? Ja, das war dass das ganze Spiel anhält. Zuvor ist auch nicht. Ja. Das ist ja die technische Hervorragigkeit von Landwirtschaftssimulatoren. Ich meine, man darf eigentlich nicht darüber schimpfen, weil ganz ehrlich. Darüber darf ich schimpfen. Synchronisiere Daten mit anderen Spielern, das darf nicht passieren. Es dürfen auch ein paar andere Sachen nicht passieren, aber das Spiel ist lustig und es hat seine Fanbase. Eine riesige, muss man dazu auch sagen. So, jetzt können wir wieder ein bisschen. Ich glaube, die stehen jetzt hier alle rum, oder? Die stehen hier alle aufeinander, wie geil. Oh nein. Okay, jetzt wird nochmal. Also für die Leute, die gerade einloggen, es könnte passieren, dass ihr eventuell nicht spielen könnt, dass es ein bisschen länger dauert. Das liegt daran, sobald jemand einloggt, werden die Daten erstmal synchronisiert und dann freest das Spiel dabei ein. Und ich weiß nicht genau, wie lange das hier dauert und wie häufig das vorkommt. Wie viele Leute sind jetzt auf dem Server? Kannst du das einsehen? Ich kann gerade gar nichts machen, weil er synchronisiert Daten mit dem Server, mit anderen Spielern. Das ist natürlich toll. Ich übernehme die Verantwortung. Auf jeden Fall sehen alle, ich glaube, wir sind alle geklont oder wir sind alle Inzest. Nee, wir sehen alle gleich aus. So, jetzt können wir ein bisschen rumlaufen. Ich bin Admin eingemeldet und jetzt müsste es, glaube ich, losgehen. So, der Philipp, der Chance, der Kevin, wir sind wahrscheinlich eh schon voll jetzt, der Server, denke ich mal. Also es sind auf jeden Fall einige. Ihr seht vor allem alle gleich aus. Ja, wir sehen alle gleich aus. Hey, Freunde! Nee, wir sind alle Inzestbrüder. So, und gleich wollen wir dann mal ins Admin-Menü gehen. Was war da nochmal, die Taste L?
Würde ich Trecker kaufen? P oder, achso, P oder U. Ich weiß nicht. U war Admin. U war Admin und P war kaufen. Okay, genau. Dann würden wir uns gleich mal ein paar Trecker zur Verfügung stellen. Die stehen aber alle dann irgendwie im Lager. Mit Tab kann man sich dann durch die Fahrzeuge durchswitchen quasi. Mit Tab könnt ihr euch ein Fahrzeug suchen und einfach mal losfahren. Ich kauf mal ein paar Trecker. Kauft auch mal ein paar Trecker. Komm, man kriegt die ganz dicken hier. Ja, da bin ich auch dabei. Case IH Steiger. Oder der Deutz Agro. Jetzt musst du eine witzige Geschichte erzählen. Hahaha, kommt Sarah auf die tolle Idee, die Serverdaten öffentlich breitzutreten. Hahaha, war eine lustige Geschichte, die ist damals mal passiert. Wir hätten da so oder so gewarten müssen, auch weil wir nur 16 Spieler haben. Ja, ich weiß nicht, wie viele wir connecten. Es hätte nur 5 Jahre länger gedauert. Pass auf, ihr kriegt noch mal ein bisschen. Ey, das ist keine Duschmusik, das ist Fahrstuhlmusik. Ja, 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 wunderbar, tolle Rede, Mann. Hör dich dich nicht, also ich nicht, jeder Mann. Ich schau dich an, wo bist du hingekommen? Ich sag's dir, sie ist weg und hat mich mitgenommen. Sie ist besser, ich bleib da. Der Picknick da. Jetzt bist du da. Ach, mal, wie ging das nochmal? Bewegt sich was. Schade, ich kenne keinen Bushido-Songtext, den man das mal bringen könnte. Nee, kenn ich auch nicht. Bushido kenn ich nicht aus. Nee. Mit Bush Udo schon eher. Bush Udo. Okay, komm, ganz schnell, bei Karren. Ganz schnell, bei. Und die Besitzung 22. Yeah, bam. Komm, hier geht's richtig ab jetzt hier. Frontlader. Ich kauf auch mal Erntemaschinen. Kauf. Der Deutz Agrofarm. Kein Platz mehr. Räumen Sie zuerst die gekauften Geräte weg. Oh. Huch. Okay, Leute, jetzt ab in die Trucks. Komm, ihr könnt einfach Tab drücken, da sitzt er schon im Truck. Ihr müsst gar nicht irgendwie groß. So, ich hab mich schon mal hier reingesetzt. Alter, jetzt geht's ja richtig ab. Gut, richtig abgehen ist vielleicht nicht das richtige Wort. Morgen gehen wir auf den Parkplatz. Ich glaube, der Server schafft das nicht so richtig. Kann das sein? Ach du Scheiße. Meine Massenkarambolage. Bitte links fahren. Wie läuft das jetzt mit dem Maike? Hallöchen und guten Tag. Hallöchen, lieber. Hey, alles klar bei euch. Massenkarambolagen-Style. Stunt Derby. Das ist der Massenkarambolagen-Style. Wo ist denn der Sarazar eigentlich? Mittendrin statt nur dabei. Ich will nicht im Berg hochfahren. Ich kann gar nicht lenken. Guck mal, dreh dich mal um. Wir machen hier gerade Massensex mit Trickern. Alle Pose 1 drücken. Was passiert dann? Gar nichts. Yeah! Alter, so, ich fahre hier gerade auf Charles und Kevin Schäfer, wenn ich gerade hinten Schäfer drauf. Heinrich ist sogar dabei. sorry, Kevin. Ich bin der Hüter der Moral und der guten Sitte, Elektro-Titte. Guck mal, oder Titte wird Elektro-Titte, Titte. Boah, Alter, das ist ja richtig hier, das ist ja schlimmer als ein Swingerclub. Zu meinem dicken Burger hätte ich gerne eine Fritte, also bewegt deinen Arsch, Elektro-Titte. Das Elektro-Titte-Wort wird übrigens indiziert hier im Chat. Oh, ich liege auf der Seite. Ja, ach, wir sind ja gerade am Rammeln, glaube ich. Kuscheln. Alter, ich hab dich gerade gelegt, Sau. Ey, du legst mich nicht nochmal flach, Junge. Doch. Warte, ich nehme jetzt Anlauf. Der Speed, der laggt natürlich übelst, der Server. Komm, dann fahr ich gleich mal einen Philipp hinten drauf oder irgendwie. Der kriegt das gerade so auf deine Trecker. Oh, guck mal, hier ist Sergeant Royal, Rumpel. Das ist ein Freund von dir, oder? Oh, guck mal, wie viel Bauernliebe hier im Spiel ist gerade. Vor allem, wie viele Trecker wir vom selben gekauft haben. Aber das war der teuerste. Das ist quasi der Trecker. Ich schiebe euch jetzt alle hier, den Fratzo. Das ist der Farming Simulator Swinger Club 2013 DLC. Ich habe überlegt, Rennfahren wird schwer bei dem Geruckel. Sarah, zahle immer dein Gesicht aus meinem Arsch, bitte. Ja, Rennfahren wird schwer bei dem Geruckel, oder? Ja, Rennen kannst du knicken. Warte, ich probier das mal. Alter, was das für ein Ruckel-Orgien-Ding ist. Der Server dürfte voll sein mittlerweile. Achso, mit Bus 1. Deswegen leuchten mal Lampen. Ja, Disco-Light. So. Guck mal, hier ist Conehead. Warte, ich probiere mal, mich hier raus zu manövrieren gerade. Und dann gucke ich mal eine Rennstrecke aus. Vielleicht können wir hier so um den Block mal so ein Rennen machen, alle zusammen. So. Ach, der Bolchert läuft da einzeln rum gerade. Der hat seinen Trecker verlassen. So ist auf jeden Fall super leicht, Trecker zu fahren. Bester Multiplayer-Patch ever, würde ich sagen. Ich kuschle gerade mit Kevin Schäfer. Weißt du, 16 Leute. Wir machen ja Eiffel Tower, guck mal. Guck mal, wir können die platt fahren. Können wir nicht Leute umfahren? Und jetzt kommt der Markus dazwischen und klopft ab. Ich weiß es gar nicht genau, ob man Leute hier im Spiel umfahren kann. Das sieht wirklich aus wie bei Cars, als ist da jetzt eine Fummelszene. Nee, wir können da einfach so, ja, Fummelszene bei Cars. Oh, der Philipp, der rammt mich von hinten. Bitte was? Ey, es war so. Ich kann auch nichts für, dass du wieder bist. Alter, ich werde gerade gelegt. Komm, wir rasen jetzt mal alle zusammen in den Gronkh rein. Dreht am besten mal um, weil ein Rennen schaffen wir sowieso nicht hier.
So, warte, warte, das, warte. Ist das Game nicht ausgelegt? Mich frei. Nein, ich werde gelegt, ich werde gelegt, ich werde gelegt. Boah, wie ein so hier, der Alter. Aber ich steig über den Markus drüber. Ich steig über euch alle weg. Du bist auch gut im Besteigen, oder? Ja, im Drübersteigen quasi. Hilfe. Trecker. Aber das ein bisschen enttäuscht bin ich ja davon, dass wir die Passanten nicht überfahren können. Oh, Kevin Schäfer hat den Server verlassen. Sondern einfach da drüber fahren. Kevin, was ist mit dir los? So. Blinkies sind Pflicht. Oh, ich komme irgendwie die Laterne. Ich schnapp mir mal ganz kurz eine neue Karre. Jetzt habe ich die alte einmal stehen lassen und komme jetzt quasi von... Der Schäfer Heinrich. Was hat der nochmal gesungen, der Schäfer Heinrich? Der hat doch, oh Gott, irgendeinen ganz schlechten Song. Ich fahre hier die ganze Zeit irgendwie in die Häuser. Diese Fachwerkhäuser halten einiges auf. Hier ist ein Slot wieder frei, da kann jemand sich einloggen. Und wer ist es wohl? Wer kommt jetzt ins Spiel? Wir sind höchst gespannt. Es kann sich nur um 5 Minuten handeln, bis der nächste Spieler den Server betritt. Komm, Welle. Dauert noch 5 Stunden. Ja, es ist Philipp. Philipp 1. Mann, der Philipp, noch ein Philipp. Nicht Philipp 2, nicht Philipp 3, nein, Philipp 1. Philipp, ich aus. Ich habe mir gerade, oh Gott, ich habe mir gerade, glaube ich, einen Trecker gelegt. Ach du so Scheiße. Sieht das aus. So sieht es aus, Freunde. Seid gegrüßt, so sagt der gute Philipp. Philipp, so. Liebe Grüße zurück. Jetzt komme ich auch nicht mal runter, glaube ich. Wie sieht das so aus, als würde da gerade so ein Paarungsverhalten von Krabben geforscht oder so? Huch, mein Trecker ist gerade weggeflogen einfach. Der ist gerade in die Luft geflogen und jetzt wieder gelandet. Ach du Scheiße, ich hänge hier am Schäfer Heinrich fest. Der Schäfer Heinrich, komm Schäfer. So, ich wechsle mal schnell die Karre. Huch, jetzt bin ich wieder hier drin. Ging nochmal der Schäfer Heinrich-Song. Ich hab's nicht mehr drauf. Ihr könnt ja nochmal ich wechsle jetzt mal ganz dreist die Karre. Weißt du, wenn man Karren wechselt, hängt man nur diese massenkarambulagierten. Sari, du hast mich geschrieben, ja, Schäfermensch. Das macht der Sari aber immer. Da guckst du mal kurz nicht hin, da ist ja schon weißt über einem. Weißt du was, ist doch der Parkplatz frei. Ich kaufe mal ein paar neue Karren für uns, oder? Ich habe jetzt gerade, ich fahre gerade mit so einem Kleinsttrecker. Tiere kann ich auch kaufen hier. Ich kaufe einfach eine Kuh. So, ich habe eine Kuh gekauft, noch eine Kuh. Die steht aber nicht auf dem Parkplatz. Ich glaube aber nicht, dass du die fahren kannst. Also. Nee, kann ich leider nicht. Bäm! Also da, in dem bezüglich ist es wirklich traurig. Ich will haben wir einen Porsche auch oder so? Weiß ja nicht, ich glaube nicht, weil das sind Multiplayer-Patches oder nochmal Mods, die müssen alle Leute installiert haben, deshalb haben wir das rausgelassen jetzt. Es sind nur die Originalen drin. Boah, der Deutz 7545 RTS? Nein! Ist auf jeden Fall mit originaler Schadensabfrage hier. 345.000, Wahnsinn! Hallo? Oh, bei mir ist gerade eingefriest gerade. Geil, ich muss den Deutz hier. Deutz, ja, Alter! Guck mal, bei mir ist gerade komplett gefriest. Mach mal Tab. Kommst du raus? Kommst du in den Deutsch? Ja, war noch mehrmals hier, Tab. Schnell mehrmals Tab. Dann hast du den Deutsch, so Alter. So. Den Mega-Deutsch. Guckt euch das mal an. Ich bin dieser grüne Grashüpfer. Nee, den Deutsch hat schon jemand. Nee, das bin ich. Ach so. Ah, nee, steht noch einer neben. Ah, nee, ist der Dennis. Der Dennis hat jetzt. Soll ich dir noch einen kaufen, mein Freund? Ich hab ja selber gerade noch einen Barschaft da. Ich bin gerade aus meinem Deutsch rausgestiegen. So, ich schau mal ganz kurz. Wie viele Trecker stehen da? Erntemaschinen. Den Deutsch. Oh, nehme ich mal den Deutsch. Oh, die Deutsch. Das wird die Stadt Deutsch nicht freuen. Synchronisiert mit anderen Spielern, natürlich! Das ist ja unser Lieblingsspiel, synchronisierte Daten. Jetzt ins Spiel. Wer kommt jetzt? Und es ist Jonas, der den Server betritt. Hallo so, Jonas. Ich habe übrigens ein paar Deutze gekauft. Kannst du ruhig mal lauter drehen, Rumpi? Das ja, ist genau das die ist richtige Musik. Gut, Alter. Das ist genau die richtige Musik für diesen Style, den wir hier fahren. You know? Howdy, mein Partner Sauza und ich. Wir haben Freundschaften von morgens bis abends unsere Felder. Wir machen rein biologischen Anbau, denn wir sind sehr nahrungsmittelbewusst und wir wollen unseren Kindern nur das Beste geben. Dafür stehen wir mit unseren guten Namen. Und abends reiben wir uns an unseren Schäfchen, um biologische Energie zu erzeugen. Ja, das ist wirklich wahr. Gronkh hat das schon sehr gut beschrieben. Ich nenne ihn auch Gronkh Hip, weil er so hip ist. Und weil er den ganzen Tag einfach die beste Babynahrung produziert, von unserer Farm. Alles mit Liebe gemacht. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Yeah. Hey, komm, irgendwer, Sally. Irgendwer will mir gerade was reinladen. Oh, Wolle sorgen. Wolle sorgen? Eine Palette mit Wolle ist vergessen geraten und muss jetzt trinken an den Ion-Silo transportiert werden. Zeitlimit 6,22. Ja, die haben sie doch nicht mehr alle. Lehne ich ab. Boah, wieso ist das so lahmarschig? Ich mach dir keine Sorgen um irgendwelche Wolle. Mit den Dingern? Denn ich heiße Wolle, Petri. Wie ist denn das? Magermilch? Nee. Magermilch, Buttermilch. Ich esse alles, auch Joghurt. Ich muss kaufen. Ich bin, weißt du, wir haben Milliarden quasi. Ich nicht so gut. Luca halt hat den Server verlassen. Der hat Mut. Alter, wie ich.
Mut. Mehr Mut als Mut. Boah, Alter, der Grimme Maxtron? Der Grimme Tektron? Das ist doch der Scheiß. Ja, ich habe mein Leben lang gewünscht, dass ich mal einen Grimme Tektron war. Oh, es kommt jemand Neues am Server. Bei mir ist gerade Schwarzbild. Frazo, Fratzo betritt den Server. André und Fratzo betreten den Server. Julinator ist auch neu dabei. Der Walle fliegt gleich weg von der Aufregung. Kann fliegen. Ey, Rumpel, machen wir ein LPT oder was? Von? Fahrsimulator? Ja, klar. Also zwei Folgen sind da mindestens drin. Boah, hallo? Ich kann auch nicht raustappen hier. Ich habe nur noch Schwarzbild. Hilfe. Deswegen ist es genau die richtige Zeit. Feine Runde Seifenblasen. Alter, ich kann nichts mehr machen. Ich bin im Schwarzbild gefangen. Ich bin raus. Wuhu. Setz dich einfach an Sarazats Platz. Der kann noch. Ey, das hört sich falsch an. Der Sarazar macht wieder Seifenblasen. Also irgendeiner von euch beiden sollte jetzt mal was vom Spiel zeigen. Ja, komm, Sari. Ich kann nicht. Mach hinne. Ich kann nicht. Los, Arbeit. Los. Das Feld wartet. Ja, schau gut. Mal, schau mal ganz kurz. Weil ich ein guter Bauer bin, werde ich wieder an die Arbeit gehen. Du bist ein hervorragender Mann. Als ich damals in Nebraska meine erste Farm hatte, ich war damals, glaube ich, 12. So. Ich hatte viel gekauft. Ich nehme den Grim Tektron, Leute. Jetzt geht's los. Ich guck so lange noch mal ein bisschen bei Twitter mit Raute LPT Live, mit dem Tag LPT Live. Oh. Ups. Der Michael hat den Server betreten, aber der Server zeigt mir gerade nur ein Schwarzbild an. Ja. Vielleicht ist der Server jetzt doch down. Ja, ich glaube, der Server ist down. Wir dürfen also Sarazar öffentlich auspeitschen. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Jeder darf einmal rüberzwiebeln über den nackten Hintern. Das machen wir auf der Gamescom. Ich glaube, das wird ein Special Event. Mir ist so leid. Tja, das kann der Leid nehmen, wie es wolle. Aber ich glaube, die Leute freuen sich schon drauf. Einfach mal Ass-Spanking beim Sarazar. So. Ey. Die Biene grüßen. Was verkaufst du eigentlich Bienen? Hier schon wieder als... Ach ja, ho, so und so, bei uns Schäfern ist das so. Das war nämlich das Song. Ja, ich erinnere mich dunkel. So, bei uns Schäfern ist das so. Ho, so und so, bei uns Schäfern ist das so. Hallo, liebe Damen. Yo, hier ist Papa, bei uns Schäfern, da ist das so. Yo. Bei uns Schäfern, wir fahren Puffy Käfer. So. Yo, so und so. Was? Da bekommt das Wort 50 Cent. Alter, ich kann nicht mehr reden gerade. Ich muss auch gleich was tun. 50 Pfennig meinst du? 50 Pfennig bekommt da gerade eine ganz andere Bedeutung. Ich guck mal gerade ganz kurz. Ey, 50 Pfennig. Wenn es 4000 Leute werden, kriegst du einen ganz schönen Schorf auf den Arsch. Na, das halte ich nicht durch. 4000 Leute, die mir auf den Popo klatschen, das geht nicht. Na klar. Das magst du doch. Ich weiß doch, Feuerroter Jost halt, ne? Dass du es magst, wenn es glänzt einfach. Feuerroter Jost, genau. Jost ist nämlich unser Geheimwort eigentlich. Ist ein Geheimwort für ein Maurer-Dekolleté. Das kann ich jetzt einfach mal sagen. Jetzt ist er noch voll das Geheimwort. Ja, das weiß ja nur die Community und wir. Das stimmt, sind ja sozusagen eine verschworene Gemeinschaft. Das stimmt. Weil in Wirklichkeit sind wir eine Gemeinschaft, die irgendwie so hinter den Kulissen arbeitet, weißt du? Wir sind ja keine typische TV-Produktion. So, wo alle das kennen, sondern eher so die Insider. Underdogs, wir sind Underdogs. Genau. Ja, Underdogs, weißt du? Hallo, liebe Underdogs zu Hause. Wir sind eine verschworene Gemeinschaft. Ja. So also, ich glaube, Illuminati ungefähr. Ja, wir können es vergessen, es ist down. Wir haben den Server abgeschossen, es tut mir sehr leid. Es ist einfach, Schaufel, es liegt nicht mal am Server selber, sondern eine Sekte. Genau, finde ich auch. Lass uns eine Sekte gründen. Wie sollen wir uns nennen? LPT-Sekte? Wir trinken die ganze Zeit nur Sekt, da kommt der Name. Oh Gott. Die Wasseriten. Die roten Bullen. Prost. Nee, aber ganz. Wollen wir noch einen Wochenend-Rap machen? Wochenend-Rap. Willst du loslegen, Rumpi? Yo. Nee, ihr seid ja die Hip-Hopper, ich bin Metaller. Give it me, warte. Ene, mene, miste, es rappelt in der Kiste. Ene, mene, mu und raus bist du. Aber raus bist du noch lange nicht. Sag mir erst, wie alt du bist. Wie alt seid ihr denn? Im Chat. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, leider. Ja, wie geht's denn weiter? Sag mir erst, wie alt du bist. Wie geht's denn dann weiter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wo ist nur mein Schatz geblieben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hast du's eigentlich schon getrieben? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Auf 15 reicht nicht. Boah, hier schreien die Leute gerade rein. 14, 19, 92, so. 122, 17, 12, 13, 14.
fast 12, 22, 27, 28, 34, 21, 12, 19, meine Fresse. Dachten, oh, wie geil, den Sprung schaffst du nie. Doch wie die Zeit zu spielen, spielten wir eben mit. Wir machten unseren eigenen Shit, zahlten nirgendwo mehr Eintritt. Doch ein Schritt schien bereits ein Schritt zu viel gewesen zu sein. Viele wendeten sich ab, schien nicht genesen zu sein, weil wohl im Wesen zu klein. All das lange her, ich krieg den Text nicht mehr zusammen und außerdem passt es überhaupt nicht auf die Melodie. Das ist schon, Alter, 20 Jahre? Keine Ahnung. So, was haben wir denn hier? Achtung, Fake-Server, LPT Live. Ach, natürlich, bei Bauernsimulator, beim Farming-Simulator gibt es jetzt Fake-Server. Leider ist unser Server abgeschossen. Es gibt aber eine Menge Fake-Server, wo ihr miteinander spielen könnt. Was machen wir denn da? Also wir können ja mal gerade ankündigen, weil viele Leute fragen auch nach Elektro-Titte und so. Willst du Geheimnisse verraten? Elektro-Titte wird es als Song geben. Als richtiges Lied. Es wird ein Official-Song geben. Es wird ein Official-Song geben. Der ist also ein richtiger official. Song, nicht so hier diese Snippets, die wir jetzt gemacht haben. Es wird einen richtigen Song geben. Richtig, mit Melodie und mit Melodie. Leuten, die da drauf Dinge zum Besten geben. So quasi in der Richtung Goethe, Schiller haben wir gedacht. Ja, weißt, ein bisschen Prosa, ein bisschen tiefgründig. Ja, ich dachte, man nennt Gronkh ja auch den neuen Mozart, ja, weil er so zart ist. Mozart Moritz heißt. Mozart. Ich bin Mozart. Mo, Alter. Ich bin Mozart, denn ich bin so hart. Oh, so, okay. Cool. Spiel Girl's Secret. Ach, wir haben Girl's Secret ausgelassen. Ach komm, dann machen wir gerade noch eine kleine Runde Girl's Secret. Auf jeden Fall machen, ja. Ja, komm, Alter, einen kleinen Tagesschau-Eindruck zum Abschluss dieser tollen Sendung. So, bevor wir hat die Lotti übrigens uns daran erinnert. Und deswegen vielen Dank daran. Ich schreibe noch mal ganz kurz in mein Tagebuch. In dieses wunderbare... Girl's Secret. Setz dein Tagebuch Girl's fort. Secret. Also, warte, wir brauchen einen Girl's Secret Song. Rumpel, schnell, hau was rein. Komm. Amokläufe werden verboten, aber sowas hier Girl's nicht. Girl's Secret Song? Ja, ja, ja. Wir brauchen dringend was, was zu Girl's Secret passt. Nee, Metal, Alter, da passt Metal zu. Nee, die Girls heutzutage sind nicht mehr so soft, Alter. Da kannst du mit sowas nicht kommen, mit nee, so einer Bongo-Musik. Das war so ein Mugambe-Song eher. You're something like undeniable. Was? Call me maybe. Call me maybe könnt ihr zum Beispiel spielen. This is crazy. Kann ich eigentlich auch zurück? Ich kenne den gar nicht mehr, obwohl wir den gesungen haben bei Dings. Kann die ganzen Tracks nicht auswendig. Nee, Alter, nee, weil ich höre Call Me Maybe nicht. Hast du das Album? Du hast das Album doch. Ich hab natürlich das Album habe ich mir sofort gecheckt. Ja, wir teilen uns ja ein Auto, der Gronkh und ich, ne? Und wenn wir hier hinfahren, will er immer Call Me Maybe haben, ey. Natürlich. Jeden Tag. Natürlich. This is crazy. Das ist einfach mein Song. So call me baby. Du hörst ja immer die Wasser Girls. It's raining man. It's raining man. Halleluja. It's raining man. Ich hör mal. YMCA. Ja, mit so einem Bauer. Der Sarazar mit so einem Bauarbeiterhelm durch die Stadt. Weißt du, so Arme raus. Indianer. Mit so einer Weste. Oh Gott, Der Daniele Rizzo ist ja der Indianer. Seit seinem neuesten Interview da mit Johnny. Der Lone Ranger verzweifelt gerade, der sucht gerade Musik raus für Girl's Secret. Das ist gar nicht mal so leicht. Du hast bestimmt. Girl's Secret, lecker, schreibt Imo. So, warte. Oh yeah. Das hört sich an wie Black Hole Sun. Black Hole Sun, won't you come and wash away the pain? Oder so. Wash away the pain. Weiß nicht, ist schon lange her. Mach mein Tagebuch rein, Tag, so. Junge. Liebes. Liebes Tagebuch. Heute habe ich zum ersten Mal rohes Fleisch gekostet. Ein Stück von Rumpels Bein. Thorsten. Kannst du aber mit dem N lassen sagen. Hingefallen. Thorsten. Leider genau in Papas Kühlerhaube. Du kannst nicht so schnell tippen, Mann. Wir Kühlerhaue? Mussten, ja, Kühlerhaue. So. Wir mussten die Leiche verschwinden lassen, damit die Leiche die verschwinden lassen. Damit die Bullen nichts mitkriegen. Die roten Bullen. Ich aß sein Bein. Warte. Es war köstlich. Morgen probiere. Alter! Ach, du kannst es einfach so toll. Eine Niere paniert. Außerdem habe ich mich in Max verliebt. Er ist so männlich. Er ist so männlich.
so unbeschreiblich männlich. So, er hat sogar schon seinen, ach, das ist so schön, seinen ersten, Alter, seinen ersten Pflaum. Ey, ich muss euch kurz mal was sagen, weil die Leute fragen hier alle, wann ist das doch was da, wann kommt eure Folge, so. Kommt Gronks Folgen? Wir veröffentlichen die Folgen grundsätzlich immer später, freitags, wegen dem Livestream. Damit ihr halt den Livestream mitschauen könnt und nichts verpasst und nicht dazwischen irgendwie eine Folge rauskommt. Die kommt direkt danach raus, ich glaube so um 20 Uhr. Diesmal kümmert sich der Tobi immer dann darum, weil wir können die ja nicht am Freitag veröffentlichen. Und Tobi ist ein sehr guter Kumpel von uns und mittlerweile auch ein sehr, 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 sehr hochgeschätzter Mitarbeiter, der sich oft darum kümmert, dass jetzt am Freitag dann auch die Folgen erscheinen. Während wir im Studio sitzen, damit wir das nicht veröffentlichen müssen. Sehr gut ist das, auch wenn wir zum Beispiel Urlaub sind. Der Tobi ist echt super. So, was jetzt liest du nochmal vor? Fuck my life, niemand liebt mich, aber ich gebe nicht auf. Ich werde bestehen. Eines Tages werde ich es Ihnen allen zeigen. So. Vielleicht solltest du mal Onkel Werner fragen. Vielleicht kann er dir eine Festanstellung der Werkstatt geben. So. Zornesmädchen! Zornesmädchen! Ich dachte, vielleicht wird es jetzt mal sauer. Ich habe keine Ahnung, was man da noch reinschreiben soll. Hochabend, mein Desktop ist sehr aufgeräumt im Hintergrund. Oh ja. Ja, ich habe keine. Max war mein erster Schwarm, sagt Wurzin gerade. Mhm, mhm, mhm. Ich höre natürlich Tobi, Tobias, fuck it, was? Ach, Malina, das stimmt doch gar nicht. Der letzte Absatz im Tagebuch, das geht jedem Menschen im Leben abschnittsweise so. Das ist immer mal so. Das ist das Leben, da geht es immer mal scheiße. Ja, es gibt Höhen und Tiefen. So, das ist meistens so. Aber jetzt sind Höhen, weil jetzt ist Wochenende. Nee, es gibt Höhen. Wochenende. Oder Wochenende. Na, Wochenende ist eigentlich immer ganz gut, aber viele haben ja auch Ferien. Die freuen sich ja gar nicht so richtig über das Wochenende, aber das Gute ist, am Wochenende hat man ja immer viel mehr zu tun. Man kann zum Beispiel mal in eine Disco gehen, man kann in eine Bar gehen, man kann vielleicht auch am Wochenende mal in den Vogelpark Walsrode, den der Kong so gerne mag. In der Vogelpark Walsrode fühle ich mich zu Hause. Ich bin echt ein Freund von. Weil du ein Vogel bist. Ich kann mir bei den Eintritt nicht leisten, deswegen stehe ich immer mit Körnern vorm Zaun. So, und jetzt seid ihr auch alle dafür, schreibt mal schnell ja in den Chat, wenn der Rumpel in der nächsten Sendung, weil er sich heute drückt, strippen soll. Ja, ja, ich glaube, Rumpel, ich glaube. Ja, genau. Wir machen eine Petition auf einer Website. Stripper, ja, mit Oktopus. Der Rumpel, weißt du, wir holen den. Ich habe eine Idee, wie wir das machen können, ohne dass dem Rumpel peinlich ist. Alter, wie das Ja gerade durchrauscht. Rumpelstrip, ja. Nein. Annabelle sagt nein. Nebenfalls Rode liegt. Nein, das halte ich nicht aus. Strippe du? Na, ich kann doch nicht strippen, ey. Der Rumpel, hier, guck mal, da ist sein schönes Gesicht. Ja? Ach ja. Was ist mit der Gewinnspielauflösung? Die hat man doch schon. Haben wir doch schon die gemacht. Ist doch schon längst gelaufen, auf jeden Fall. Ist doch schon längst gelaufen. Falls ihr diese Sendung gerade erst eingeschaltet habt oder verpasst habt, liebe Freunde, ihr könnt jede Sendung immer direkt danach, quasi fast direkt danach, gebt den Jungs ein bisschen Zeit, direkt auf myvideo.com/lpt auch direkt nochmal anschauen. Die Wiederholung dieser Sendung und natürlich noch ein bisschen später auf YouTube, da wird die auch irgendwann erscheinen. Ja, so viel dazu. Wir werden uns jetzt verabschieden mit... Hallo, ein merkwürdiger Mikrofonsound. Hört sich die Akustik jetzt eigentlich mit dem Mikrofon doof an, wenn ich das Mikrofon so in die Hände nehme? Alter, mein Atem ist ganz schön warm, ganz schön ekelhaft, aber egal. Das lese ich da gerade vom Welt, genau. So, was kann man denn noch so machen? Go, go, Power Rangers. Hört sich jetzt immer steuert an in der Regie, wenn ich jetzt so direkt reinspreche? Ja. Okay, das ist sehr gut. Das wollte ich auch erreichen. Dankeschön. So. Was machen wir denn jetzt noch? Wir hören jetzt mal die Sendung auf. Wie? So wir hören die Sendung auf? Ja, du willst immer nur ein Feierabend gehen. Strippen, go, go, Pussy Rangers. So, liebe Zuschauer, ein letzter Aufruf noch. Sollte Sarazar zufällig euer Vater sein, schreibt ihm noch eine Mail. So, es hat sich herausgestellt, dass der Sarazar in ganz Deutschland verteilt überall für Nachschub gesorgt hat, in einer Zeit, in der wir zu wenig Nachwuchs haben. Er hat sich politisch engagiert, hat sich selber ins Zeug gelegt. Wenn Sarazar euer Vater ist, bitte meldet euch bei ihm. Er möchte euch gerne unterstützen in allem, was geht. So, wollte ich nochmal einen Aufruf machen heute. Sarazar hat Vatertag. Sarazar, ich bin dein Sohn, aber ich bin doch nicht Darth Vader. Sarazar hat Vatertag. Darth Vader war doch der Typ, der die ganze Zeit hier... Mit Luke und so. Geil, fand ich gerade ganz... Der Anakin. Ach, guck mal hier, Alter. Hier, guck mal, was ist unser Vater? Das finde ich gut. Oh, Sarazar. Oh. Ach, schön, das finde ich gut. Ja, dann wünsche ich dir die nächsten Tage viel Spaß. Ja, es ist damals passiert, wo ich 11 war. Ja, ich weiß. Du warst ja schon damals spritzfidel.
der Sarazar nicht mit dem Fahrrad da? Das, der ist der Sarazar nicht mit dem Fahrrad da, hat der Rumpel gesagt. Ist der Sarazar nicht mit dem Fahrrad da? Der Sarazar rauft sich die Haare. Und Mädchen singen tralala. So, hallo Papa, guck mal, Papa Sarazar. Sarazar hat Vatertag, das ist für mich das Tagesthema. Mein Sohn, ich muss leider weg. Ich find, die Nummer habe ich schon öfter durchgezogen. Mit dem. Na gut, Papa, dann gehen wir heute noch was essen. Gehen wir noch was essen. Lädst du mich ein, ne? Ich krieg auch noch Taschengeld. Ja, übrigens. Du kriegst ja noch 2 Euro. Genau. Warte, ich geb dir hier. Warte, was habe ich denn? Ja, ich, guck mal hier. Ich geb dir eine Seifenblase. Mein Kleiner. Ja, guck mal da. Toll, habe ich da Geburtstag oder was? Du darfst auch. Komm, du, vor allem, die ist leer. Dann kriegst du die hier. Aber du kriegst die hier mit dieser tollen Krone drum. Guck mal, das kann man mir hier auf der Nahkamera zeigen. Ich wollte schon immer mal wissen, schämst du dich gar nicht, wenn du die kaufst? Ich kauf doch keine. Du behauptest ja immer, das wären Geschenke, aber ich glaube, du kaufst sie heimlich. Ja. Ist mir schon früher aufgefallen. So, ach ja, Papa Sarazar, ich glaube, du wirst den nächsten Tag viel Spaß haben. So. Mach doch auch mal Seifenblasen. Und hau nicht zu viel. Ist du auch Seifenblasen? Ich kann das. Ja, du kommst da mal richtig nicht auf den Geschmack. Du wirst ja gar nicht mehr loskommen von. Es macht Spaß. Da muss man zärtlich blasen, ne? Ich habe übrigens eine Dokumentation gesehen, das ist jetzt kein Scherz, mal ganz ernsthaft. Und zwar ist die Entstehung von Leben ähnlich wie die Entstehung einer Seifenblase. Sie basiert auf einer Lüge und platzt irgendwann? Nein, aus dem Nichts kommt plötzlich etwas. Das ist ja nicht das Nichts, hier ist ja Seifenlauge drin. Wir kommen ja aus der Urlauge. Ja, aber in Wirklichkeit ist es ja nichts. Wir kommen ja aus der Urlauge und das Leben kommt dir schillernd und aufregend vor. Es gibt ja so und du fliegst Theorien. So vor sich dahin und irgendwann ist es sowieso vorbei. Also so ist das ist quasi meine Parallele, die ich daraus ziehe. Und vor allen Dingen, ach, dass sich diese Seifenblasen auch vermehren, einfach wie Viehzeug. Sag mal, kannst du so Riesenseifenblasen machen eigentlich? Generell nicht, nein. Ich krieg das vielleicht hin, aber mit denen ist es schwer. Rumpel, wann ist die Sendung vorbei, bitte? Vor 5 Minuten. Gut, da freue ich mich ja. So, Alter, ich... Boah, guck da! Der Tisch ist voll schmierig jetzt. Ach, Mann. So, ich gehe dann schon mal, ich lasse den Sarazar hier einfach mal weiter. Boah, guck dir sie an, guck dir sie an. Kann er mal. Er hat sie nicht gesehen. Naja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Freunde, das war's also für diesen Freitag. Ich möchte mich persönlich bedanken nochmal, dass ihr eingeschaltet habt. Ne, der Sari macht hinten noch irgendwie seine Faxen. Ich sehe das natürlich nicht hier im Überwachungsbildschirm, weißt du? Mit sowas muss ich ja jeden Freitag mich abgeben. Ja, ihr wisst gar nichts, weißt du? Ihr sagt, ihr habt ein schlechtes Leben und sowas. Ups. Aber ich muss hier mit so einem alten Halbpansen jeden Freitag rumexistieren. Das ist, kann ich da eigentlich, warte mal, kann ich nicht... So, warte. Warte. Ah! Warte, hier, komm, beiß in den Finger, beiß. Warte, oder hier. Okay, bleib so. Ah, fuck, ey. Du kannst doch nicht wirklich zubeißen. Ach ja, das hat man anders abgesprochen. So, das war auf jeden Fall Livestream für diesen Freitag. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns nächsten Freitag auch wieder. Und dann heißt es hoffentlich selbe Stelle. Selbe Welle. Schon.